Der Jens ist der 13. Mitarbeiter von Atlassian gewesen und auch es ehrt mich, auch wenn wir es letztes Jahr schon mal geschafft haben, dass wir es wieder geschafft haben, dich nach Deutschland zu bringen. Zugegebenermaßen hat er hier auch noch andere Sachen zu tun, aber vielen herzlichen Dank, das ist super. Ich rate Ihnen dringend, die Situation in Anspruch zu nehmen mit jemandem, der von Atlassian in seinem Urlaub nach San Francisco ausgeflogen wird, um sich mit den Gründern und dem restlichen Führungsteam auszutauschen, wie die Strategie von morgen aussieht, zu unterhalten. Und wenn es nur sozusagen das Gefühl ist, was sind das für ein Unternehmen? Also was sind denn das für Leute, die dahinter stehen? Wie ticken die? Was denken die? Wie antworten die auf meine Fragen? Du hast ein bisschen auch erlebt bei Mitarbeitern von uns in den letzten Tagen, wie Leute sich bei dir ausgekotzt haben. Auch das muss der Jens vielleicht aushalten, wenn er hier ist. Also wenn sie irgendwas frustriert, sagen sie ihm das. Ich fände es jedenfalls gut, wenn sie bis zum Ende des Tages wird der Jens vermutlich noch hier sein, das nutzen würden, um ihn kennenzulernen, mit ihm zu sprechen und das nutzen. Und ich finde es super, dass du uns ein bisschen was darüber erzählen wirst, wie Skalierung bei Atlassian funktioniert. Wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr jetzt kein Unternehmen, das irgendwas so by the book macht. Also da hat sich jetzt richtig noch nie der Mike und der Scott hingesetzt und gesagt, Scrum, da lese ich jetzt mal Keith Sutherland oder wie heißt der Kerl? Das darf man eigentlich gar nicht wissen, ja? Wie der mit Vornamen nicht heißt. Dann lesen wir das Buch mal und dann machen wir das mal hier genau so, wie das da so by the book funktioniert. Und Sonja Lessing hat irgendwie immer schon gesagt, wir machen das, was wir für richtig halten und die anderen Sachen lassen wir weg. Richtig. Und insofern seid ihr jetzt keine Safe Practitioner bisher, gell? Das ist richtig, ja. Wir arbeiten dann da noch dran oder auch nicht. Ja, Safe dann, wahrscheinlich eher nicht, aber... Ja. Dann, du kannst uns ja mal erzählen, was ihr tut, damit diese 3.100 Mitarbeiter, habe ich gehört. Genau. Und wie viele davon sind Entwickler? Wahrscheinlich 1.500 oder, ja. Und wie viele sind in der Produktentwicklung beschäftigt? Weißt du das ungefähr? Ja, das wären 1.000. Na gut, aber da gibt es noch Produktmanager und... Ach so. Und so. Ja, die, ach so, insgesamt, ja, 2.000 Leute wahrscheinlich in der Produktentwicklung. Ja, genau, hätte ich gedacht, genau. So zwei Drittel vermutlich werden irgendwie was mit der Erstellung dieser Produkte, die wir alle benutzen, zu tun haben. Und jetzt müssen sie sich ja irgendwie koordinieren. Also kann ja jetzt nicht der Gründer für 2.000 Leute jedem Einzelnen sagen, was er machen soll. Das funktioniert nicht. Das macht er schon manchmal noch, ja. Einzeln. Einzeln, ja. Ich freue mich auf die Folie, die du das erklärst. Jens, vielen herzlichen Dank, dass du hier bist. Vielen Dank, ja. Ja, tatsächlich war Agile auch einer der Gründe, warum ich mich für Atlassian damals entschieden habe. Ich bin nach Australien gekommen und habe nach einem Job gesucht. Und da gab es dann zwei Firmen. Eine war so eine Airline-Booking-Firma und die andere war Atlassian. Und die Airline-Booking-Firma, die war gerade damit beschäftigt, auf, ich glaube, JSPs umzusteigen, von was immer die auch selbst in-house entwickelt hatten. Und Atlassian war damals so ein ganz modern und agile Unternehmen schon. Und dann habe ich gesagt, gehe ich doch mal mit Atlassian. Hat sich rausgestellt, war die richtige Entscheidung. Das hat sich auf jeden Fall mehr entwickelt als die Airline Booking Company. Amadeus ist auf jeden Fall viel größer als das, was ich damals gewählt habe. Dieser Vortrag geht darum, um ein bisschen zu erklären, wie wir Agile bei Atlassian skalieren. Wie der Martin schon erwähnt hat, wir haben mittlerweile 3.410 Leute, wahrscheinlich jetzt schon wieder mehr, seit ich den Vortrag angefangen habe zu schreiben, die in 14 Ländern oder Städten um die Welt arbeiten. Und wie gesagt, wir sind ein agiles Unternehmen, jedes Team arbeitet agil, aber dann als agile Firma zu arbeiten, ist nicht ganz so einfach. Da gibt es halt auch nicht so viele Frameworks und da gibt es schon Frameworks, aber die sollte man da vielleicht nicht benutzen, weil die dann auch wieder nicht so agil sind. Vor einer Woche habe ich mir einen Podcast angehört und in dem Podcast ging es um Hochhäuser. Und weil ich mich auf diesen Vortrag vorbereitet habe, habe ich gedacht, Hochhäuser, sehr interessant, ist ja ähnlich wie Skalierung auf Agile in Unternehmen. Um da ein bisschen zurückzugehen, Hochhäuser gibt es noch gar nicht so lange, erst seit dem späten 18. Jahrhundert.
Davor gab es halt immer nur Häuser, die so 5, 10 Stockwerke hoch waren. Und umso höher man gebaut hat, umso breiter mussten die Wände sein. Wenn man jetzt höher geht, dann hat man auf dem untersten Stock keinen Platz mehr, weil die Wände so richtig groß sein mussten. Hat sich nicht wirklich gelohnt. Und da gab es zwei technische Innovationen, die es möglich gemacht haben, Hochhäuser zu bauen. Die erste Innovation ist die Stahl- und Eisenproduktion, die sich da verbessert hat. Und man konnte stärkeres Stahl und Eisen produzieren und in großen Mengen. Und das hat es dann erlaubt, ein Skeleton, ein Gerüst, ein Eisengerüst zu bauen für die Hochhäuser, was die Struktur dann anbietet, die es dann erlaubt, recht hoch zu bauen ohne die Deckenwände. Das Zweite, was notwendig war, waren Fahrstühle. Wenn man mehr als 10 Stockwerke hat, dann will man die vielleicht doch nicht laufen. Ich weiß nicht, wie viele Leute sind hier hochgelaufen heute Morgen? Wahrscheinlich nicht so viele. Ja. Ich glaube, zwei da hinten, aber generell, das war halt schon nötig. Und so ähnlich ist es auch beim Agile. Das geht halt nicht einfach, dass man sagt, wir nehmen Agile und skalieren das in einem Unternehmen. Da muss man dann auch Grundlagen setzen. Und da sind auch ein paar Themen, oder ich weiß nicht, ob das jetzt Innovationen sind, keine Innovationen, aber Themen, die es dann ermöglichen, Agile in einem Unternehmen zu skalieren. Und über die möchte ich gerne reden heute. Und bei Atlassian glaube ich, dass da drei Themen extrem wichtig sind. Das erste Thema ist die Mission und die Company Values, die Werte von der Firma. Und das zweite ist, was wir Project Central nennen. Und das ist ein Projektregister, das wir in Atlassian verwalten, das alle Projekte, die momentan stattfinden in der Firma, beinhaltet. Und das letzte ist das Team Playbook. Wer kennt sich mit dem Team Playbook aus oder ist da mit? Oh, nur 2, 3, super. Das ist dann sehr gut. Fangen wir mal mit der Mission an. Ich glaube, die Mission ist wirklich was Grundlegendes, was jede Firma haben muss. Weil die Mission zeigt jedem Mitarbeiter, wo soll es denn hingehen? Warum bin ich überhaupt hier? Was wollen wir erreichen als Firma? Und wenn man die Mission definiert, dann habe ich auch gelernt, ist es wichtiger, dass man das ein bisschen kurz hält und dass man das sich merken kann, anstatt da genau zu sein. Als wir die erste Mission von Atlassian bestimmt haben, ich glaube, das haben die Mike und Scott und ein paar von den Executives zu der Zeit dann definiert, die wollten dann schon ein bisschen genauer sein. Da wir haben dann unsere Mission, die aktuell ist, da komme ich gleich zu, die ist da schon dabei gewesen, aber die wollten halt noch ein bisschen mehr einbauen, die wollten dann noch unsere Foundation, wo wir dann spenden mit, das sollte mit rein, Humanity sollte mit rein, da wollten wir noch Tools mit rein in die Mission. Und dann ist sie so lang geworden, dass wenn man jemanden im Flur gefragt hat und sagt, hier, was ist denn die Mission von Atlassian? Dann sagt er, irgendwas mit Humanity und Teams, irgendwas. Ja. Aber keiner konnte das wirklich erzählen. So, vor ein paar Jahren haben wir dann ein bisschen verkürzt und wirklich das Wichtige hier ist, to unleash the potential in every team. Und das kann sich jeder merken. Und das ist eine gute Mission, da weiß jeder, wofür wir jeden Tag zur Arbeit kommen. Und das ist halt ein Beispiel. Und da gibt es halt, wie gesagt, verschiedene Missionen von Disney zum Beispiel. Disneys Mission ist to make people happy. Die wollen einfach lachen. Und von Tesla die Vision, kennt da jemand von Tesla die Vision? Hat gar nichts mit Autos zu tun. Von Tesla die Vision ist to accelerate the world's transition to renewable energy. Machen die halt über Autos als den ersten Punkt. Aber dann haben die natürlich Solaranlagen hinzugefügt, Batterien, die man sich ins Haus legen kann. Das ist halt eine sehr weitgehende Vision, eine weite Mission, die man als Grundlage für die Firma geschaffen hat. Und da weiß jeder, warum die zur Arbeit kommen. Das nächste sind die Values. Wer ist mit den Atlassian Values vertraut? Ja, ein paar. Wenn Sie bei Atlassian jemanden fragen, was sind denn die Values, wird Ihnen jeder Mitarbeiter sagen können, was die Values sind. Und das liegt nicht daran, dass die Poster an der Wand haben in jedem Raum. Das hat man am Anfang so ein bisschen, das muss man schon ein bisschen verdeutlichen. Aber es ist, weil jeder die Values auch lebt. Und das ist extrem wichtig. Die werden überall diskutiert, dass man eine Open Company ist. Und natürlich als eine Company, die am Aktienmarkt ist, kann man nur so sehr open sein. Da gibt es bestimmte
Limitierungen, die man da verfolgen muss. Aber generell sind wir eine recht offene Firma, intern und auch extern. Was bei den Values wichtig ist, die ändern sich nicht oder sehr selten. Unsere Kultur hat sich sehr geändert. Ich kann Ihnen sagen, dass mit zwölf Leuten in der Firma die Kultur ist sehr unterschiedlich als mit 3000 Leuten. Das kennen Sie wahrscheinlich auch. Da geht man nicht mehr alle zusammen Mittagessen. Das klappt einfach nicht so richtig. Aber die Values, die haben sich nicht geändert. Open Company war immer ein Value, das wir hatten. Don't fuck the customer. Kann ich das hier in Deutschland sagen? Ist das so okay? Ja, wahrscheinlich schon. Sehr englisch. Das ist wichtig. Und die Values werden auch beinhaltet für jede Performance-Gespräch oder wenn man Kudos gibt. In Atlassian haben wir die Möglichkeit, anderen Mitarbeitern, die da so ein bisschen mehr geleistet haben, als von denen erwartet wird, kann man dann Kudos geben. Das ist dann eine Flasche Wein oder ein Movie-Ticket oder ein Kaffee-Voucher. Und dann gibt man dann an, welche Values haben die gelebt. Wie gesagt, das zieht sich durch die ganze Firma zu. Und das ist das Eisengerüst von Agile in Unternehmen. Das ist die Foundation, die jeder haben muss. Ja. Das nächste ist Project Central. Und wie gesagt, das ist ein Tool, das wir geschrieben haben. Es basiert auf Jira, ich komme da gleich noch zu. Dass es erlaubt, jedem Mitarbeiter in der Firma zu schauen, was für Projekte laufen gerade und wie gehen die gerade. Was ist der Progress von den Projekten? Um zu sehen, wo das so in der Reporting-Hierarchy sitzt. Ganz oben haben wir unser B-Hack. Das ist unser großes, big, hairy, audacious Goal. Das ist 5 bis 10 Jahre. Bis vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren war unser B-Hack 50.000 Customer. Das haben die damals gesetzt, als wir noch 200-300 Customer hatten. Und man sagt, 50.000 klingt wie eine große Nummer. Gar nicht viel Science dahinter. Aber lass uns das doch mal als ein großes Ziel setzen. Und nach ungefähr 10 Jahren haben wir das Ziel erreicht. Jetzt haben wir uns ein neues Ziel gesetzt. Das neue Ziel ist 100 Millionen User für Atlassian-Produkte. Das ist das B-Hack. Das nächste ist dann, was auch zur Strategie hinzufügt, unsere Company OKRs. Und ich rede gleich noch ein bisschen mehr über OKRs, aber das ist, wo wir die Company-Ziele setzen jedes Jahr. Wo müssen wir uns verbessern? Was wichtig da ist, dass man nicht sagt, wir müssen ein Ziel für alles haben, darum geht es hier nicht. Es geht darum, worauf müssen wir uns konzentrieren in dem Jahr? Ja, wo müssen wir uns verbessern? Wo müssen wir ein bisschen Muskel aufbauen, um dann in dem nächsten Jahr und im folgenden Jahr erfolgreich zu sein? Darum geht es bei den OKRs und ich gebe dann nachher ein paar Beispiele. Und jetzt gehen wir zur Execution, der Ausführung. Da haben wir dann Team-OKRs, die dann normalerweise auch zu den Company-OKRs related sind oder die Lettering dann ab. Und dann haben wir da unten, ganz unten, die Initiativen. Und das ist, wo wir dann Project Central benutzen. So, um zu erklären, warum wir überhaupt Project Central haben, bevor wir das Tool eingebaut haben, ging die Kommunikation normalerweise über die Hierarchie von dem Unternehmen. Und das ist wahrscheinlich bei Ihnen auch nicht viel anders. Wenn da jemand in einem Team mit jemandem in einem anderen Team in San Francisco vielleicht kommunizieren will oder braucht ein Status-Update, dann geht das normalerweise ab in der Hierarchie und dann rüber und dann runter, bis dann irgendwann mal das angekommen ist. Und genau wie bei der Flüsterpost geht dann auch häufig mal was verloren da oder wird ein bisschen misskommuniziert. Und das ist natürlich ein Problem im Unternehmen. Ob das jetzt ein Zeitraum ist, der misskommuniziert sind oder die Requirements, das führt immer zu vielen Problemen. Wir haben gesagt, anstatt zu kommunizieren in der Hierarchie, warum bauen wir keinen Communication Hub, wo dann wirklich jeder mit jedem kommunizieren wird? Und das ist, Kommunikation ist nicht nur 1:1 oder ich rufe dich an oder wir müssen eine Videokonferenz haben, aber auch einfach passives Kommunizieren, dass ich mir Informationen abholen kann. Ja, ich muss nicht jedem, wenn ich weiß ja auch nicht jeder, der interessiert ist in meinem Projekt. Vielleicht sind das Leute, die ich gar nicht im Kopf habe, die das wissen müssen. Und darum geht es hier, dass wir da was bauen, wo dann von San Francisco mit Sydney jemand kommunizieren kann oder von Austin mit New York. Ja, das wollen wir einfacher gestalten. Und bei der Kommunikation müssen wir 3 Fragen beantworten. Was ist denn wichtig, wenn man so ein Projekt anschaut? Man muss wissen,
warum gibt es das Projekt überhaupt? Ja, für wen bauen wir das? Warum machen wir das überhaupt? Warum ist das wichtig? Dann, warum machen wir das? Oder nee, was machen wir? Das ist das Zweite. Ja, was machen wir eigentlich? Was bauen wir oder was fixen wir? Was verbessern wir hier? Und dann das, natürlich wollen wir auch wissen, wie sieht der Erfolg aus? Weil es geht nicht, und das ist wichtig, da komme ich gleich noch zu, wenn wir über OKRs reden. Es geht nicht nur darum, dass wir etwas ausführen oder etwas fertig machen. Es geht darum, was das dann erreicht. Was ist das Ziel von dem, was wir machen? Kommen dann noch mehr User rein oder wird dann die Anzahl von den Support-Requests gelowert? Ja, da gibt es immer ein Ziel. Bei jedem Projekt muss es ein Ziel geben, das man messen kann. Und dann letztlich, wie geht es? Like, kommen wir auf das Ziel hinzu? Ist das Projekt verspätet? Wann ist es zu Ende? Ja. Und es gibt zwei Wege, wie man über Projekte erfahren kann und dann Status-Updates kriegt. Das erste ist über E-Mail. Jede Woche Montag kriegst du eine E-Mail, wo dann drin steht, hier sind die Status-Updates für die Projekte, die du abonniert hast, wo du dann Informationen kriegst jede Woche. Und das zweite ist dann, wo man auch über neue Projekte erfahren kann in der E-Mail. Ja. Das ist halt, wenn dann Abhängigkeiten bestehen zwischen verschiedenen Projekten, darüber kann man dann benachrichtigt werden. Und das zweite ist dann Custom Reports, weil das Ganze auf Jira basierend ist, kann man dann natürlich auch Reports generieren, um zu sehen, welche Projekte sind gerade verspätet, was für Projekte gibt es in meiner Gruppe, was für Projekte in der Plattform, die vielleicht interessant werden, die ich gerne erfahren möchte. Da kann man halt Dashboards bauen, die wir selber in Confluence haben. Da zeige ich gleich noch was. Jens, kannst du vielleicht ganz kurz was sagen? Diese Mails, sind die automatisiert oder sind das Mails, die manuelle Updates? Oder die? Ja, da komme ich gleich noch zu. Okay. Ja, die sind automatisiert. Aber der wichtige Punkt hier, und das ist sehr wichtig, das ist kein Performance-Tool. Da kann man nicht sagen, hier, das Projekt ist jetzt verspätet, kriegt aber jetzt hier keine Gehaltserhöhung dieses Jahr. Das war ja nicht so gut. Das ist ein Kommunikationstool. Ja, es geht nicht darum, um zu sehen, hier, wer hat gute Arbeit geleistet, wer hat schlechte Arbeit geleistet. Es geht darum zu sehen, woran arbeiten wir, was sind die Abhängigkeiten, die bestehen in der Firma, was geht gerade gut. Und wenn etwas nicht gut funktioniert, geht es nicht darum, das Team zu bestrafen. Es geht darum, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um zu verstehen, warum haben wir das unterschätzt. Wir hatten ein Projekt, wo das Team mir versprochen hat, ja, einen Monat, wird ganz schnell. 5 Monate später war es immer noch nicht ganz fertig. Wie gesagt, geht nicht darum, das Team zu bestrafen, aber dann setzt man sich dann hin und sagt, jetzt machen wir mal eine Retrospective. Was ist denn da los gewesen? Warum hat das denn 5 Monate, 5-mal so lange gedauert, wie er original gedacht hat? Und was können wir dann lernen? Darum geht es hier. Das ist das Wichtige. Ja. Und jedes Projekt Central Ticket hat eine Person, die da beauftragt ist, das zu updaten. Und da ist es natürlich wichtig, dass die sich nicht beobachtet fühlt oder dass man da ja jede Woche sagt, ja, warum machst du das nicht besser? Das muss man wirklich als ein Kommunikationstool betrachten. Ja, und Performance-System habe ich schon genannt. Kann man nicht als Performance-System betrachten. So, und das ist, wie das aussieht. Wir haben das auf Jira gebaut. Da können wir dann natürlich die Reports und die Funktionalität von Jira benutzen. Aber es sind alles so interne Extensions, die wir über die letzten 2 Jahre hinzugefügt haben. Und ich denke, über die nächsten 2 Jahre hoffen wir, dass wir aus dem dann auch ein Produkt machen, das wir dann auch anbieten können als Teil von Jira oder dass wir das ins Produkt hinzufügen. Die 6 Fragen hatte ich schon erwähnt. Und ich komme nachher noch, wir reden noch über Projektposter, warum die Fragen so wichtig sind. Ja. Und dann als letztes haben wir Komponenten und Labels. Und mit den Komponenten und Labels bestimmt man, welches Team arbeitet daran oder was für ein Projekt ist das? Und mit den Labels erlaubt es dann zu filtern. Da kann ich dann halt sagen, alle Teams, die für Jira Software oder Bitbucket arbeiten, von denen möchte ich gerne einen Report haben, damit ich dann eine gute Übersicht habe. Und da kann man dann Dashboards kreieren. Und so sieht das aus. Wir haben dann da oben, woran arbeiten wir gerade? Warum machen wir das? Wie bewerten wir das? Was ist das Ziel? Und die Fragen sind extrem wichtig, nicht weil ich das jetzt unbedingt wissen muss, aber es ist extrem wichtig, dass die Teams sich das selber fragen. Ja? Wenn die sich fragen müssen, okay, warum machen wir das überhaupt? Und dann eine Antwort finden. Manchmal ist die Antwort, vielleicht ist das gar nicht so wichtig.
Und dann wird das Projekt direkt gecancelt. Vielleicht wissen wir da gar nicht, was das Ziel ist. Also wenn man das Ziel definieren muss, vielleicht gibt es da was Besseres, das das Ziel dann besser verfolgt, als das Projekt, was wir vorgeschlagen haben. So, diese Fragen sind nicht nur gedacht, um dazu informieren, worum es geht, aber auch für das Team, um darüber nachzudenken, warum das so wichtig ist. Und das ist nicht ganz so einfach. Ich komme nachher noch zu den Lessons Learned. Und so sehen die E-Mails aus. So jeden Montagmorgen, wenn ich zur Arbeit komme, habe ich eine E-Mail in der Inbox. Und da sind dann alle Projekte gelistet, die ich abonniert habe. Und da gibt es dann Status-Updates. Jeden Freitag updaten die mit, jede Woche. Jede Woche Freitag werden die Mitarbeiter gebeten, dann Updates in Jira einzutragen. Und das Update ist dann automatisch am Montagmorgen in meiner E-Mail mit da drin. Dann sehe ich, dann sind die Projekte geliefert worden, sind da irgendwelche Abhängigkeiten, die existieren, die wir vielleicht erledigen müssen, oder ist irgendwas jetzt delayed oder verschoben. Ja? So, das ist das schnelle Update. Und dann am unteren Ende von der E-Mail gibt es dann die ganzen neuen Projekte. In diesem Fall sind das 47 neue Projekte, die diese Woche kreiert worden sind. Und wie gesagt, diese Projekte sind nicht nur Engineering-Projekte, das sind Marketing-Projekte, das sind Plattform, das Partnerprojekt, das könnte alles Mögliche sein. Aber so nehmen wir halt alles, was in der Firma passiert, halten wir fest. Und ich glaube, das habe ich eben nicht erwähnt, diese Projekte sollten idealerweise einen Minimum-Zeitraum von 4 Wochen haben. Also alles, was weniger als 4 Wochen dauert, ist normalerweise in meinem Scrum-Board sowieso schon als Story drin. Das braucht jetzt kein extra Projekt. Alles, was 4 Wochen und länger dauert, das sollte hier eingetragen werden und verfolgt werden. Ja. So, ich hatte original so einen Slide da drin, der so Instagram zeigt und was wie dann so ein Instagram-Picture aussieht und wie dann die Realität um das Instagram-Picture aussieht. Das ist also nicht immer so rosig und so ist das auch bei uns. Das klingt alles super, nehme ich an, ne? Dankeschön. Ich muss mal den Slide noch auspacken. Da gibt es natürlich Probleme und jedes Unternehmen hat Probleme. Und für uns haben wir einige Sachen gelernt, dass wir schon verbessert haben oder dass wir noch verbessern müssen in dem Prozess. Das erste ist Struktur. Diese 6 Fragen, die hatten wir nicht von Anfang an. Wir hatten ein bisschen weniger Fragen, vielleicht andere Fragen. So über die 1-2 Jahre haben wir dann herausgefunden, okay, was sind denn die besten Fragen, die man da beantworten soll, um gut über das Projekt nachzudenken und das zu kommunizieren. Das andere, wo Struktur wichtig ist, ist bei den Updates. Halt viele Leute, wir haben nichts vorgegeben und geben immer noch nichts vor, wie das denn genau aussehen sollte. Aber wir sagen jetzt einzelne Teams, vielleicht ist das diese Woche, nächste Woche, ist gut, aber wenn du das vielleicht sagst, was ist das Status-Update, was ist der nächste Milestone, worauf arbeitest du hin und was sind die Risiken und die Abhängigkeiten, die du hast. Das ist schon ein bisschen besser. Wenn man das ein bisschen konkreter arbeitet und dann so Vorgaben gibt, dann macht es das ein bisschen einfacher, da zu lesen, um die wichtigen Sachen herauszufinden. So sieht ein Update aus. In diesem Update war das so ein Initial, haben die investigated, was man da so machen musste bei dem Projekt. Und die Abhängigkeiten wurden dann unten definiert. Und natürlich, wenn man dann in den Risk und die Dependencies, dann seht ihr, wir warten auf ein anderes Team, da was zu liefern. Und wenn es dann 2 Wochen da steht oder 3 Wochen da steht, dann muss man da vielleicht mal reingucken, was ist da das Problem mit dem anderen Team. Aber darum geht's, das ist das Wichtige. Das wollen wir wissen. Ja. Das zweite ist Reminders. Der Paul hatte eben gefragt, ist das alles automatisch? Die E-Mails sind automatisch, aber im Moment, um ein Update zu liefern, da gibt es keine Reminders. Da müssen die Leute sich das halt selber ausdenken oder merken. Und ich habe mir von Martin eine App abgeschaut, die heißt Streaks, um Habits zu formen, dass man jetzt jede Woche oder jeden Tag macht man 10 Push-Ups, so auf 50 oder 100 oder 10.000 Schritte jeden Tag. Und das ist halt auch so ähnlich mit dem Update. Idealerweise ist das Gewöhnung. Jeden Freitag mache ich ein Update. Aber viele Leute machen das leider dann doch nicht so aus Gewöhnung. Und idealerweise würden wir denen auch eine E-Mail schicken, wo die dann eine Form haben, wo die das dann einfach updaten könnten, jeden Freitag. Das haben wir noch nicht implementiert. Und weil wir das noch nicht haben, sind diese Dashboards noch ein bisschen wichtiger. Da steht dann drauf, was kann man dann filtern, was wird da geshippt,
Da unten haben wir so Sachen, wo man vielleicht ein Auge drauf werfen muss. Das ist so ein Ticket, ist schon nach dem Ship-Date, was da angegeben worden ist. Da gibt es 12 Tickets, habe ich ja gerade gesagt, die kein Update haben diese Woche. Dann kann man da mal nachklopfen und mal fragen, hier, wie sieht's denn aus bei dem Update? Und das muss man halt schon noch häufiger machen. Da müssen wir schauen, ob wir das noch ein bisschen besser machen kann und ein bisschen automatisieren. Und dann gibt es natürlich die Hierarchie. Wie gesagt, im Moment sind das alle möglichen Projekte, die 4 Wochen lang dauern. Ja. Und da gibt es dann sehr technische Projekte, die Updates sind dann auch recht technisch. Und dann gibt es dann die Marketingprojekte und alle möglichen Levels. Und im Moment ist es alles flach. Alle Issues sind gleich. Und idealerweise hätten wir schon lieber ein bisschen Hierarchie. Was sind denn so große Initiativen, die vielleicht dann doch ein Jahr lang dauern? Und was ist der Status da? Dass man dann vielleicht ein bisschen den Status abbubbelt. So, umso höher man in der Organisation ist, umso da braucht man noch ein extra Level of Abstraction, um das zu verstehen. Ja, bitte. Ganz kurz. Ich bin heute Videoengel und werde immer mal schön das Mikro rüberreichen. Eine Frage, ihr hattet gesagt, dass ihr an 14 Standorten, mehr oder weniger arbeitet. Wie synchronisiert ihr euch dann, wenn diese Projekte 4 Wochen dauern? Ausschließlich über eure Tools? Habt ihr da Mechanismen? Macht ihr das personell oder dann auch über die Tools? Ja, das Synchronisieren passiert überwiegend über die Tools und die OKRs. Wenn man, über die OKRs rede ich gleich noch, aber wenn man die definiert, was sind die Ziele fürs Quartal, dann schaut man natürlich, was für Abhängigkeiten habe ich jetzt in dem Quartal. Und wenn dann ein Team ist in San Francisco, wo wir die Abhängigkeit haben, dann stimmen wir das ab mit denen zu Beginn. Und manchmal findet man die Abhängigkeiten auch erst später und dann wird es dann ein bisschen kritischer. Dann muss man das handhaben. Und ja, wie gesagt, perfekt ist das nie. Da gibt es dann schon manchmal so ein bisschen Friction. Wir brauchen das jetzt nächste Woche und sagen, oh, wir haben die ganzen anderen Sachen zu tun. Aber das klappt schon einigermaßen gut. Das Wichtige ist halt, dass alle wissen, was passiert und was wird erwartet. Halt die Erwartungen zu setzen. Ja, und wenn die Erwartungen zu spät gesetzt wird, dann hat man nicht gut genug geplant. Ja, dann hoffentlich, ja. Aber kommunizieren tun wir halt viel über Videokonferenz. Wir haben halt viele Videokonferenzräume, nicht genug. Man hat ja nie genug Videokonferenzräume. Halt E-Mail oder überwiegend über die Tools dann auch. Ja, ja. Ja, wie gesagt, die Hierarchie ist das Letzte. Was ich gerne hätte, und das schauen wir uns halt an, dass wir das Projekt Central und Portfolio in ein Tool wandeln, wo man dann die Roadmap bestimmen kann, dass man die Hierarchien hat von den großen Initiativen und dass dann die Einträge auf der Roadmap dann Project Central Tickets werden. Wo man dann hingehen kann und sagen, oh, die Initiative interessiert mich, da möchte ich jetzt, die möchte ich abonnieren und dann kann ich bestimmen, wie viel Detail möchte ich da. Möchte ich nur das oberste Level oder die untersten Level? So, das ist, was ich mir so ein bisschen wünsche und hoffe, dass wir da irgendwann hinkommen, das zu implementieren. Aber mit 3000 Leuten klappt es noch okay im Moment. Ich glaube, mit 5000 Leuten wird es dann ein bisschen schwieriger ohne die Hierarchie. Das nächste ist das Team Playbook. Und die Geschichte von dem Team Playbook ist, dass wir haben natürlich recht viele Teams. Ich glaube, an Jira hat mich eben jemand gefragt, Jira Cloud, alleine haben wir, ich glaube, 20 Teams, die daran arbeiten. Und über die Jahre haben wir festgestellt, dass manche Teams richtig gut arbeiten und die Resultate liefern und andere Teams auch gut arbeiten, aber dann vielleicht doch nicht die Resultate liefern, die man erwartet hätte. Ja, und dann haben wir halt geschaut, warum ist das denn? Wir haben dieselbe Mission, dieselben Values, die haben dieselben Tools. Warum arbeiten die nicht so gut? Die einzelnen Personen auf dem Team sind auch nicht doof, die haben ja eingestellt. Meistens klappt das schon ganz gut mit dem Einstellen. Und dann haben wir uns halt gefragt, ja, warum funktioniert das nicht? Und unser internes Team, haben ein Team gebildet, die das dann mal untersucht haben und geschaut, was sind Faktoren, die beeinflussen, ob ein Team gut arbeitet und Resultate liefert oder weniger gut arbeitet und vielleicht nicht die erwarteten Resultate liefert. Ja, und
daraus hat sich dann das Team Playbook informt. Und das besteht aus zwei verschiedenen, erstmal erzähle ich, was da drin ist. Das Team Playbook hilft, da gibt es Workshops, da kann man dann Workshops sehen zum Brainstormen, da kann man schauen, wie gesund ist ein Team, und das erzähle ich gleich noch im Detail. Aber auch einfach nur, um neue Ideen zu generieren, um näher an den Kunden dran zu kommen. Da gibt es Aktivitäten, um Verbindungen in dem Team zu verstärken, aber auch mit dem Kunden zu verstärken. Und letztendlich einfach Techniken, die man jeden Tag anwenden kann, um ein bisschen effizienter zu arbeiten. Das erste ist der Health Monitor. Das ist, was ich eben erwähnt habe. Und das ist einfach ein Gesundheitscheck für das Team. Und das kann das Team auch selber machen. Idealerweise macht man das einmal im Monat oder alle zwei Monate, dass man sich mit dem Team zusammensetzt für 30 Minuten oder eine Stunde und dann durch eine Liste von Fragen geht. Ich glaube, was war das? Acht Fragen? Und wir haben verschiedene Team-Health-Monitors auch. Dieser Health Monitor ist jetzt für ein Produktteam oder ein Feature-Team. Und wir haben auch noch einen Health Monitor für Service-Teams und für Leadership-Teams, wo dann die Fragen ein bisschen unterschiedlich sind. Aber ich gehe mal kurz durch. Zum Beispiel, wer ist der Full-Time-Owner für das Projekt? Weiß das jemand, wer da zuständig ist? Wenn das Team sich unsicher ist, wer da der Full-Time-Owner ist, dann haben wir schon mal ein Problem. Wer macht denn dann die Entscheidung, wo gehen wir da hin, wer kontaktiert die anderen Teams? Das ist wichtig. Haben wir ein Balance-Team? Haben wir alle Funktionen, die erwartet sind? Gibt es ein Shared Understanding? Worauf wollen wir überhaupt hinaus? Was ist das Ziel? Und das war eben im Projekt Central und für die OKRs ist das wichtig. Was ist das Ziel, das das Team erreichen will? Wie wollen wir da hin? Sind sich alle da einig, dass wir da so hinkommen? Dann haben wir die Values and Value and Metrics. Was wollen wir überhaupt messen? Ja. Haben wir schon ein Proof of Concept gemacht? Wissen wir ungefähr, wie groß der Aufwand ist? Haben wir einen One-Pager? Und der One-Pager ist, wo ich gleich hinkomme, mit dem Projekt Pages. Ist einfach eine Seite, wo man dann über das Projekt nachlesen kann und zu verstehen, worum geht es hier, was ist erwartet, was ist das Problem, was wir lösen wollen. Und dann halt Dependencies und Velocity. Und es ist, bei dem Health Check ist sehr einfach. Da gibt es dann die Frage, jeder denkt nach und dann sagt man einfach, ja, alles grün oder ein bisschen gelb oder rot. Ja, und dann schaut man dann ein, hat man eine Diskussion, ja, du sagst grün, du sagst rot, was ist da der Unterschied? Warum denkst du denn, dass alles gut ist und du denkst nicht, dass es gut ist? Die Diskussion ist hilfreich und dann schaut man halt am Ende, wo dann ein bisschen gelb ist oder rot ist. Und dann kommt man, dann kreiert man einen Plan, was man daran machen kann. Okay, wir haben kein Shared Understanding, wir sind nicht auf derselben Seite. Okay, wie können wir das erreichen? Was müssen wir machen, um auf dieselbe Seite zu kommen? Ja. Und das ist wichtig, das ist der Health Check. Der Rest von dem Playbook, wenn man das hat und dann weiß man, welche Teile man verbessern muss, da bieten wir dann Workshops an und Praxisen an, um in den Teilen dann zu verbessern. Und ein Beispiel ist jetzt mit den OKRs, Objectives and Key Results. Wer ist damit bekannt? Wer kennt das Konzept OKRs? Okay. Die Idee kommt nicht von Atlassian, das haben wir nicht erfunden. Das ist Google, die haben das schon über Jahre betrieben. Die Idee, dass man, da hat man Objectives, die sehr broad sind oder sehr, sehr groß sind. Und dann hat man für jedes Objective ungefähr drei Key Results, was man da messen will. Wenn wir sagen, okay, wir haben das Objective erreicht, das Ziel erreicht, wie haben wir das erreicht? Was haben wir genau gemacht, um das zu erreichen? Und das habe ich ja am Anfang gezeigt, fängt oben beim Leadership an für das Jahr. Was sind so unsere großen Ziele fürs Jahr? Was sind so die Resultate, die wir erreichen wollen? Und wie können dann die Projektteams dazu beitragen, das erfolgreich zu machen? Ja. So. Und darum geht es halt hier, das Value and Metrics. Das ist halt wichtig, damit jeder weiß, worum es hier geht, was müssen wir erreichen. Kleiner Seiten, das ist nicht wirklich ein Seitensprung, einfach mal eine andere Geschichte auf der Seite.
jedes halbe Jahr machen wir einen Vital Signs Survey. Das ist auch ein Health Check, aber für die ganze Company. Da fragen wir, ich glaube, 10, 15 Fragen. Seid ihr glücklich mit, wie wir Produkte bauen? Glaubt ihr, dass ihr noch in 12 Monaten bei Atlassian arbeitet? Vertraut ihr eurem Manager? Also so fragen wir an. Und was interessant ist, dass die Teams, die genau wissen, worauf sie hinarbeiten, die genau wissen, was das Ziel ist, die ein klares Ziel haben in den OKRs, die haben viel bessere Resultate insgesamt als andere Teams. Und das kann man ganz klar messen da. Ja? Und das geht halt mit dem Shared Understanding. Was machen wir da? Was wollen wir messen? Woran arbeiten wir und warum arbeiten wir da dran? Und dann das letzte ist da den Progress. Wenn wir die OKRs haben, dann schauen wir halt für vierteljährliche OKRs, schauen wir halt jeden Monat, wie tracken wir für das Quartal. Glauben wir, dass wir das Ziel bei dem Ende erreichen? Und wenn nicht, dann im ersten Monat, dann kann man sagen, okay, vielleicht müssen wir was anderes machen. Einfach nur ein Check-in, das war vielleicht der Pfad, auf dem wir gerade sind, der wird uns nicht dahin gehen, können wir was ändern? Und das ist halt ganz wichtig, um ein bisschen agil da zu agieren. Und so sieht dann das Confluence-Template dafür aus. Das ist Teil des Playbooks, da können Sie das runterladen als Confluence-Template oder auch als PDF, falls Sie kein Confluence benutzen, und ausfüllen. Was ich jetzt dabei sagen muss, ist, dass ich bin kein Riesenfan von einem Confluence-Template. Das ist zwar okay, aber was das Confluence-Template nicht erreicht, ist diese Hierarchie von Zielen. Da kann ich zwar sehen, was sind die Firmenziele, aber die sind dann nicht verbunden mit den anderen Zielen. Das muss ich dann im Kopf selber machen. Da gibt es dann ein paar Tools, die das erreichen. Ich glaube, da gibt es auch ein Jira-Plugin, was das erlaubt. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Aber persönlich finde ich das sehr wichtig, dass man die Ziele dann auch verbinden kann und das ein bisschen visuell ist. Das haben wir selber noch nicht so implementiert. Aber wenn Sie das machen, dann würde ich auf jeden Fall vorschlagen, weil ich halte das für sehr wichtig. Und damit sie auch nicht so nur Theorie haben, das sind so ein paar Ziele, die wir uns gesetzt hatten fürs letzte Jahr. Eins von unseren Objectives war es, das Thema hieß Simply Powerful, und das Ziel war, neue User zu delighten. Also die sollen, wenn die ins Produkt kommen, sollen sie das verstehen, die sollen begeistert sein, und es muss auch einfach zur Handhaben sein. Aber zur selben Zeit auch die Komplexität oder die Möglichkeiten des Produktes zu bewahren. Und das ist, wenn Sie Jira benutzen, dann wissen Sie, dass Jira sehr powerful ist, hat da sehr viele Möglichkeiten, aber es ist nicht ganz so einfach, damit anzufangen. Die Lernungskurve ist schon recht hoch. Ja? Und das war das Ziel, dass wir das so ein bisschen verbessern. Dann die nächste Frage ist dann natürlich, wie messen wir das? Ja. Und für Jira haben wir uns dann gesagt, ja, ein Indikator, dass das nicht einfacher genug ist, ist ja, dass jemand das Produkt ausprobiert, vielleicht für 1, 2, 3 Tage, und dann sagt, das ist mir zu kompliziert. Und dann sind die wieder weg. Ja, deswegen haben wir gesagt, okay, ein Ziel für uns ist, die Anzahl von Benutzern, die das Produkt ausprobieren, und immer noch in der zweiten Woche benutzen, wollen wir erhöhen bei einer bestimmten Prozentsatz oder bei einer bestimmten Anzahl. Ja, das ist ein ganz gutes Measurement. Dasselbe, das andere Measurement haben wir hier als, das heißt UM UX Lite. Für die, die nicht mit dem Measurement bekannt sind, UM UX Lite ist ein Usability Measurement. Wie einfach ist das Produkt zu benutzen? Da fragt man zwei Fragen. Wie einfach ist das Produkt einfach zu benutzen, und erlaubt Ihnen das Produkt zu machen, was Sie wollen? Ja, das measert dann die Einfachheit und die Komplexität auch. Und dann kriegt man ein Resultat. Und das wollten wir halt auch messen. Für das Erste, was man sagen muss, die Metrics sind hart. Ich glaube, da sind manche Datenpunkte, die man messen kann, die sind sehr explizit und das geht dann alles einfach. Für die zweite Woche aktive Nutzung haben wir dann festgestellt, da gibt es ganz viele Einflüsse,
die dazu beitragen, wie hoch die Nutzung ist und was da passiert. Zum Beispiel Marketing kann dann sagen, hier, wir bringen jetzt viel mehr Leute rein in den Funnel, aber das weiß man ja, wenn man mit Marketing dann viel mehr Marketing macht, dann kriegt man auch viele Nutzer, die einfach dann doch nicht so interessiert sind. Wenn man weniger Nutzer hat, die dann ein bisschen mehr getargetet sind, die sind dann ein bisschen mehr ehrgeizig oder interessiert in das Produkt. Da können wir vielleicht mehr Leute reinbringen in den Funnel, aber dann haben wir auch viele Leute, die rausfallen. Also haben wir gesehen, das war doch nicht so einfach zu messen, wie wir gedacht haben, das wäre. Ja. Und dann der letzte Punkt, wir haben dasselbe für Bitbucket auch gemacht. Und der letzte Punkt war dann Pull-Requests, was für Bitbucket natürlich sehr wichtig ist. Das ist das Power, Code-Reviews und da den Leuten zu ermöglichen, das dann einfacher anzufangen. Wie erklären wir das besser? Wie erlauben wir denen, das zu adoptieren? Irgendwelche Fragen zu den Metrics? Noch nicht? Kannst du auch später noch, wenn Sie wollen. Ja, und so sehen dann die OKRs aus. Also die funktionieren wirklich gut für Atlassian. Bevor wir OKRs hatten, hatten wir einfach nur generelle KPIs, die dann ganz verbreitet waren in der ganzen Organisation und da wusste man nie genau, wer an was arbeitet. Und wir hatten auch manche Projekte, wo ein Teil der Organisation an einem User-Management-System gearbeitet hat und ein anderes Team hat an was sehr Ähnlichem gearbeitet und das war halt nicht klar. Aber wenn man die OKRs hat und dann sieht, worauf arbeiten die Teams hinaus, was sind die Ziele von den Teams und man hat dann einen Blick, dann kann man so Sachen viel einfacher erkennen und dann auch lösen natürlich. Ja. Das zweite Play in dem Playbook ist das Projektposter. Und die Projektposter sind wahrscheinlich eines der wichtigen Tools für Produktmanager. Vor 7 oder 8 Jahren hatten wir natürlich auch immer das Problem, wie kommuniziert man, was in dem Projekt gemacht werden musste. Und zu der Zeit war das größte Problem mit Marketing. Unser Marketing-Team ist in San Francisco, die Produktteams sind in Sydney und das ist natürlich sehr wenig Zeit-Overlap. Und da mussten wir halt schauen, wie bringen wir denn den Marketing-Team bei, was wir hier überhaupt machen und warum wir das machen. Und was wir damals gemacht hatten, war ein Prozess, der hieß Build the Box, wo dann der Produktmanager und der Marketing-Mensch sich zusammengesetzt haben und dann eine alte Box designt haben, wo man dann Software shippt. Kennen Sie vielleicht noch, als ich glaube vor 15 Jahren noch Software gekauft haben, die kamen dann in so Boxen. Ja, dann war da stand dann Marketing drauf und dann, was soll denn auf der Box draufstehen? Das war so das Ziel von der Übung. Und Projektposter sind so die nächste Iteration davon. Das ist ein bisschen komplizierter. Und hier, again, das Ziel ist für das Team, Fragen zu beantworten, sehr, sehr ähnlich wie mit Project Central, wo wir dann auch bestimmte Fragen, die wichtig sind für das Team selber. Aber die Projektposter sind noch viel wichtiger, weil die auch kommunizieren zu anderen Teilen vom Team, worum es hier geht, in mehr Detail. Ja, und, bedenken Sie mal, wir haben Designer, wir haben Technical Writers, die Text in dem Produkt schreiben müssen, aber auch die Dokumentation, das Marketing-Team, das Experts-Team. Jeder muss halt wissen, was kommt denn als nächstes raus und wie kommuniziert man das zu einer Organisation von 3000 Leuten. Und Projektposter ist, wie wir das machen. Wie gesagt, zwei Key Points hier. Eins von dem ist wieder Shared Understanding, dass alle genau wissen, woran wir hier arbeiten und was ist wichtig bei dem Projekt und was sind so die Details. Und das nächste ist dann dieser One-Pager, den wir eben dann auch erwähnt hatten bei dem Health-Check. So, gibt es dann One-Pager? Ja, nein. Und wenn es da keinen gibt, dann weiß man schon, dass da eventuell wird es ein Problem geben bei dem Projekt. Und so sehen die Projektposter aus. Das sind dieselben Fragen, die wir eben auch gesehen haben bei dem Project Central. Das ist jetzt kein Zufall. Project Central ist so ein bisschen detaillierter oder kleiner, da muss man nicht so viel ausfüllen. Das Projektposter ist schon ein bisschen länger. Und da hat man dann natürlich so Fragen hier, was für eine Phase ist das? Ist das noch? Das ist auch sehr wichtig, da muss ich mal kurz drüber reden. Wenn man so ein Projektposter anfängt und alles offen ist, dann hat man natürlich auch das Risiko, dass alle dann auch kommen und ihren Senf dabei geben. Ja, und das ist dann natürlich sehr wichtig zu verstehen, wenn man dann kommt und kommentiert,
in was für einer Phase ist das Projekt? Denken die da gerade noch drüber nach oder ist das alles schon fest in Stein gemeißelt? Das ist dann sehr wichtig, wenn man dann konstruktive Kommentare abgeben wird. Und das ist natürlich auch für eine Firma so kulturmäßig auch nicht einfach. Ja. Deswegen sagt man dann hier, okay, das noch hier in der ersten Frage. Ja. Jens, ganz kurz. Im Endeffekt erfasst ihr die Daten, aber eigentlich redundant, ne? Einmal in Jira und einmal in Confluence. Ja, also was häufig passiert, und das haben wir halt auch dann gesehen, was häufig passiert, ist, dass die Projekt-Tickets oder Project-Posters einfach gelinkt werden, wenn das überlappt. Halt die Projekt-Poster sind meistens noch ein bisschen größer als die Project-Central-Tickets, deswegen mappt das nicht immer 1:1, wenn du dann kein Projektposter hat, das dann auch ein korrespondierendes Ticket hat, dann kann man das dann linken, ja. Ja, aber es ist schon gut erkannt. Ja, und wie gesagt, das ist wichtig, da gibt es dann verschiedene Sachen, warum machen die es, was Success, aber dann unten sagen wir dann auch noch, okay, wie soll das denn aussehen, von dem Design her, was ist der Plan, was machen wir da, wann soll das fertig sein, ist also noch ein bisschen detaillierter als das Project Central Ticket. Ja, da gibt es dann noch mal ein bisschen mehr. Ja, wenn Sie dann noch ein bisschen mehr lernen möchten von den Atlassian Team Playbook, dann können Sie das auch nachlesen bei Atlassian Team Playbook. Wir haben da, ich glaube, 30 Plays von dem Projektticket zur How to Brainstorm. Da gibt es eins, das heißt Prioritäten-Slider, wo man dann Prioritäten absammeln kann. Customer Empathy Maps, halt alles Mögliche, was Ihr Team braucht, um erfolgreich Produkte zu bauen oder Funktionen zu bauen. Ja. Und wie gesagt, der Health Check ist der erste Schritt. Da sieht man dann, okay, was braucht man da, wo müssen wir uns verbessern. Und sobald Sie das gemacht haben, gibt dann die Webseite Ihnen dann auch ein paar Anweisungen. Hier, dies sind ganz gute Plays, die man da benutzen kann, um sich zu verbessern. Ja. Gut. Wie gesagt, als nächsten Schritt würde ich Ihnen empfehlen, einfach mal zu dem Projekt, zu dem Team Playbook zu gehen. Einfach mal schauen, was gibt es denn da alles, was ist da relevant für mich. Machen Sie sich in die Bookmark rein, damit Sie es auch nächstes Mal wiederfinden, wenn Sie es suchen. Dann sagen Sie, ach, da war doch was, wo wir uns verbessern wollten. Da schauen wir nochmal nach. Und dann können Sie auch noch Updates verlangen, wenn Sie da bei der Ihre E-Mail-Adresse eintragen. Dann kriegen Sie alle 6 Wochen, glaube ich, ein Newsletter, wo dann einfach über Team Practices geredet wird, um sich zu verbessern. Ja. Wie Sie gesehen haben, haben Sie kaum Atlassian-Produkte in dieser Präsentation gesehen. Und das ist auch absichtlich so, weil sonst sieht das immer so aus, als würde ich Werbung machen. Und darum geht es hier nicht. Unser Ziel ist es halt wirklich, to unleash the power in all teams. Und Tools sind eins von den Möglichkeiten, wie man das macht. Und Tools sind auch wichtig. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass man die Kultur in der Firma ändert. Ja, dass die Behaviors und wie die Mitarbeiter zusammenarbeitet, das macht einen viel, viel größeren Unterschied als irgendein Tool, was sie implementieren können. Ja. Und das ist auch das Ende von der Präsentation jetzt. Aber wir haben, glaube ich, noch einiges an Zeit für Fragen und ich bin gerne bereit, ob das jetzt präsentationsbezüglich ist oder auch andere Fragen, zu beantworten. Einfach kurzes Handzeichen, wenn Fragen bestehen. Ja, hier vorne. Okay, ja, wunderbar. Eine Frage habe ich. Jetzt gibt es bei Safe selbst doch je nach Anwendungsform 2 bis 4 Layer. Mhm. Und ich habe jetzt nur gesehen, dass es keine Hierarchie gibt. Aber das Structure doch irgendwie wichtig ist für das Bestehen des Unternehmens. Also welche Arten von Hierarchie oder Struktur gibt es jetzt bei Atlassian? Wie organisiert ihr euch? Ja, also die, ich gehe mal zurück zu dem, Slide. Äh,
hier. Für die Struktur ist diese Struktur das Wichtigste. Mike und Scott, die zwei Gründer, die beschäftigen sich halt schon, die haben dann schon ihre kleinen Pet-Projects oder so die Projekte, wo die dann sehr interessiert sind, die die dann verfolgen und dann auch das PSC-Ticket unterschreiben. Aber generell in der Firma ist es uns eigentlich egal, wann ein Projekt stattfindet oder wann es beendet wird oder nicht. Was wichtig ist, sind die OKRs. Und die OKRs verfolgen nicht, wie die Projekte stattfinden, die verfolgen die Ziele. Und im Endeffekt ist es ja, wir setzen uns ein Ziel, das wir erreichen wollen. Und ob da jetzt zwei Projekte auf das Ziel hinzuarbeiten oder drei Projekte, wenn wir dann am Ende vom Monat oder am Ende vom Quartal da reingucken, ist uns egal, wie die Projekte stattfinden. Aber solange das, was wir messen wollen, was wir erreichen wollen, solange wir das erreichen, das ist das Wichtigste. Und das sind so die Ebenen, die wir haben in der Firma. Da gibt es keinen Release-Train oder keine vielen Hierarchien, wo man dann nachguckt, wie ist das Projekt jetzt. Das wird dann alles auf der untersten Ebene mit Project Central gemanagt. Beschreibt das so ein bisschen? Ja, teilweise. Teilweise? Okay, also wer vergibt dann sozusagen das Geld für die Teams? Also wer geht davon aus, dass es darüber irgendwie gesteuert wird letztendlich? Das Geld für die Teams geht am Anfang des Jahres und wir sind da gerade durch und das ist auch immer ein sehr spannender Prozess, der dann sich auch über mehrere Monate hinzieht und ich erzähle Ihnen mal kurz, was da funktioniert und was da nicht funktioniert. Im Moment ist das immer noch so ein bisschen hin und zurück. Die Gründer kommen mit einem Vorschlag oder das fängt schon im Oktober an, da schauen wir halt, okay, was können wir jetzt über die nächsten 2-3 Jahre machen? Wo sind die großen Bereiche, wo wir investieren wollen oder wo wir uns verbessern wollen? Und das fängt dann damit an. Und dann präsentieren die das zu den verschiedenen Produktteams und dann sagen die hier, was haltet ihr davon? Was wollt ihr denn machen? Und dann die Produktteams können dann auch Vorschläge machen und sagen, hier, wir haben ja ganz große Vorstellungen, wo die Gründer gar nicht drüber nachgedacht haben. Und da können die halt so pitchen und sagen, hier, da sollten wir auf jeden Fall investieren. Dann geht das zu den Gründern und die denken dann nochmal drüber nach, okay, was müssen wir da machen? Im Endeffekt wird das dann von den Gründern und dem Executive Team auf grober Basis bestimmt, wo sind die Initiativen, wo wir investieren wollen. Wir sagen zum Beispiel, dieses Jahr wollen wir mehr in IT investieren. Deswegen 20% von dem Budget goes into IT und die Teams, die an IT dann arbeiten, da kriegen wir Ziele, die OKRs werden dann gesetzt und dann müssen wir dann das Budget so verteilen, wo wir dann denken, wie wir die OKRs erreichen. Ja. Das wird also auf relativ grober Ebene verteilt und dann die Teams können das dann selber bestimmen. Es gibt, was er gesagt hat, es gibt die Executives und dann gibt es die Produktteams und das ist die Struktur, wie das dann gemacht wird. Ja, also das sind die Executives und das ist so ein größeres, wir nennen das das Product Leadership Team, die das dann diskutieren und sagen, wo sollen wir dann investieren und dann die Vorschläge und dann im Endeffekt entscheidet das Executive Team, aber hier, wir wollen in den Bereich mehr investieren. Das ist richtig, ja. Das ruft auch noch in einer Session später, glaube ich, ne? Das nochmal da ein bisschen zu vertiefen dann vielleicht. Ja. Ja. Andere Fragen? Jens hat das Fenster aufgemacht, auch abseits des Talks Fragen zu stellen. Ja. Das, was Sie jetzt vorgestellt haben, ist ja kein Produktziel wahrscheinlich gewesen, sondern das sind interne Ziele, Verbesserungsziele, wo sie ihre Teams, ihre Strukturen voranbringen. Mich würde euch mal interessieren, bei 3.500 Leute, wenn ich das jetzt angucke, das haben sie für sich entwickelt, Vorgehen entwickelt, Vorgehensweisen entwickelt. Wie viele Ressourcen setzen sie ein für diese interne Verbesserung von Strukturen, für Teammaßnahmen, ja, also in diese Richtung? Ich glaube, einfach nur um Klarheit zu schaffen, die Ziele in den OKRs,
in den meisten Fällen sollten das keine internen Ziele sein. Das ist, geht nicht darum, die Teams zu verbessern oder wie messen wir die Teameffizienz. Die Ziele sollten, wenn möglich, an den Kunden orientiert sein. Was hilft das dem Kunden? Wir haben jetzt fürs nächste Jahr, das freut sich bestimmt zu hören, Performance ist ein großes Ziel für uns. Da wollen wir verbessern. Das wäre dann so ein Beispiel. Ich meine jetzt gar nicht diese OKRs, sondern das, was Sie als interne, ich meine diese teambildende Maßnahmen, dass Sie solche Strukturen aufbauen, dass Sie das innerhalb von Confluence und Jira abbilden, das sind ja keine Produktziele, sondern sind interne Ziele. Wie viele Ressourcen Sie für solche interne Ziele bei 3.500 Leuten etwa so als Ressourcen im Jahr einsetzen? Das würde mich einmal interessieren. Geschätzt, das wird sicherlich nicht genau abzuschätzen. Geschätzt ist schwer. Wir haben halt ein Team, die sich darauf fokussieren, das zu verbessern. Das ist das Program Management Team. Die sind halt dafür verantwortlich, dann die Teams zu optimieren. Mhm. Und dann für ein Produktteam nehme ich mal an, sagen wir mal im Monat, wenn man da 5 Stunden für das Produktteam in Auftrag nimmt. Und das sind oft auch die Leiter in dem Produktteam. Mhm. Wie wir unsere Produktteams gestalten, ist, dass wir normalerweise einen Produktmanager, einen Designer und einen Engineering Manager zusammenarbeiten. Die formen dann so ein Trio, die dann das Team leiten. Und da ist natürlich unheimlich wichtig, dass die drei dann sehr sehr aligned sind, dass die alle im Einklang sind. Und das sieht man halt, darum geht es halt bei dem Health-Check. Wenn die drei nicht sich einstimmig sind, dann ist das oft sehr problematisch für die Teams. Ja, aber es ist schwer zu sagen, wie viel wir mal verbinden, aber ich glaube, es ist egal, wie viel wir da eingeben, der Output oder was wir da rauskriegen, ist auf jeden Fall viel größer. Also das kann ich sagen. Ja, es wäre interessant mal zu messen. Ich nehme das mal zurück. Vielleicht können wir das dann auch öffentlich machen, bestimmt. Ja. Nächste Frage. Ja. Mich würde interessieren, wie die durchschnittlichen Teamgrößen bei den Produktteams sind und ob es Erfahrungswerte gibt, was gut funktioniert, also Minimum, Maximum und was so die Idealaussteuerung vielleicht dort wäre. Die meisten Feature-Teams sind zwischen 5 und 10 Leuten. Das sind die kleinen Feature-Teams. Und die Produktteams sind halt höher in Jira, glaube ich, im Generellen für Jira Cloud haben wir ungefähr 100, 150 Leute, die an den verschiedenen Teilen von Jira arbeiten. Und dann in der Cloud ist das noch ein bisschen komplizierter, weil wir dann einige Teams haben, die an der Plattform arbeiten für Komponenten, die in allen Produkten angewendet werden. Ja, also ist es gar nicht mehr so klar. Aber die einzelnen Teams, die an einem bestimmten Projekt arbeiten, sind meistens 5 bis 10 Leute. Letzte Frage. Jens, du hast ja auch gesagt, dass ihr in dem Feature-Team Scrum-Teams habt und auf der anderen Seite dann die OKRs. Wie schafft ihr da den Link? Also sozusagen irgendwie habt ihr eine Map im Matching von User Story zu einem Objective oder zu einem KR oder wie sieht das bei euch aus? Ja, vom Scrum oder von der User Story gibt es da keinen Link, aber die Teams selber über das PC-Ticket, da gibt es normalerweise einen Link und sagt hier, was für ein OKR arbeitet das zu. Und das Team ist sich natürlich bekannt, bewusst, was für ein PC oder was für ein Projekt wir daran arbeiten. Und darüber machen wir dann den Link. Das kann man jetzt nicht gut messen. Das ist dann wirklich mehr für das Team, um zu sagen, hier, daran arbeitest du und das bewirkt es dann. Aber wir messen das nicht wirklich oder machen auch nicht, dass wir jede Story oder jedes Epic damit verbinden. Das machen wir nicht. Ja. Aber, Jens, vielen, vielen Dank dir nochmal an der Stelle schon einmal. Bitte.